Der Zeitpunkt vergangene Woche, an dem das passiert ist, wie ordnen Sie den ein? Ja, das ist leider, muss man sagen, eine Operation gewesen, die gut ausgedacht, gut geheim gehalten und auch gut durchgeführt worden ist, in dem Sinne, dass man die israelischen Streitkräfte und die israelische Gesellschaft völlig überrascht hat. An einem Feiertag, das ist ja auch in der Geschichte schon mehrfach passiert, aber auch mit so einer Art Schwarm, also mit sehr vielen Stellen und sehr dezentral verteilten Truppen gleichzeitig. Das hat zu dieser großen Überraschung und am Ende dann auch zu diesen vielen Opfern geführt.